Herzlich willkommen zur wöchentlichen Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung auf dem YouTube-Kanal des Landes Südtirol und für die Journalisten und Journalistinnen auf Zoom. Heute mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Waltraud Deeg und mit Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann. Wir beginnen wie immer zuerst auf Deutsch, dann auf Italienisch und am Ende die Fragen in beiden Sprachen. Benvenuti alla conferenza stampa settimanale dopo la seduta della Giunta. Oggi con la vicepresidente Waltraud Deeg e l'assessore alla salute Thomas Wiedmann, sempre sul canale ufficiale della provincia YouTube e per i giornalisti anche su Zoom. Partiremo in lingua tedesca, poi in lingua italiana e alla fine le domande in tutte e due le lingue. Ich übergebe das Wort an Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg, bitte sehr. Dankeschön, einen schönen guten Nachmittag hier aus dem Landhaus 1. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz der Landesregierung. Es war eine sehr intensive Sitzung. Landeshauptmann ist heute dann im Laufe des Vormittags nach Verona zu einem Treffen mit Minister Morelli gefahren. Deshalb dürfen wir heute diese Pressekonferenz gemeinsam gestalten. Morgen ist der internationale Tag der Pflege und wie kann es anders sein, haben wir uns heute auch in der Landesregierung über das wichtige Thema demografischer Wandel und auch Pflege ausgetauscht beziehungsweise auch über wichtige Punkte in diesem Zusammenhang diskutiert. Und ich werde Ihnen jetzt ganz kurz zwei Bereiche vorstellen. Der erste Bereich betrifft das Thema Pflegelandkarte. Die Pflegelandkarte ist ein Prozess, den die Südtiroler Landesregierung im Jahr 2019 begonnen hat in Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten, der Bezirksgemeinschaft und auch der Gemeinde Bozen, sowie auch allen Akteuren, öffentliche Träger, aber auch private Träger in den Bezirken, die rund ums Thema involviert sind, so auch natürlich die Südtiroler Seniorenwohnheime und auch natürlich in enger Abstimmung auch mit Kollegen Wiedmann. Diese Pflegelandkarte hat im Grunde den Auftrag und das Ziel, einmal bezugnehmend auf die demografische Entwicklung, die ja zu einem der vier großen Megatrends zählen in Europa, neben, Sie wissen, Klimawandel, Digitalisierung, auch der demografische Wandel, ein Hauptthema, das uns auch nach Corona noch lange begleiten wird. Eben das Ziel ist, ein abgestuftes, wohnortnahes Pflegeangebot zu bieten, das heißt, eine gute Pflege zu sichern, vor allem auch eine würdige Pflege und das Thema auch gemeindeübergreifend anzugehen und auch ganz einen wichtigen Schwerpunkt im Bereich der Prävention und der präventiven Programmierung zu setzen. Ganz wichtig ist, wir haben schon viele Dienste in Südtirol in Tätigkeit, auch entsprechend finanziell ausgestattet. Es sind sehr unterschiedliche Betreuungsformen, ich werde sie ganz kurz danach zeigen. Ganz wichtig ist, Sie wissen auch, wir arbeiten am neuen Landessozialplan, auch diese Arbeiten sind gestartet. Das ist das strategische Planungsdokument im Sozialbereich, fast viele Bereiche, aber auch das Thema der Seniorinnen und Senioren. Sie sehen eingeblendet, was heute es schon auf dem Territorium gibt und damit leite ich dann auch auf den zweiten Beschluss über. Sie sehen also, heute schon haben wir ein breites Spektrum. Es reicht von der Hauspflege, die wir ausbauen und intensivieren möchten, über das Tagespflegeheim, Tagespflege für die Senioren in den Seniorenwohnheimen. Ganz ein wichtiger Punkt auch in die Hauskrankenpflege, die beim Kollegen Wiedmann angesiedelt ist. Begleitetes und betreutes Wohnen, dann auch natürlich alles, was im privaten Kontext passiert, aber das ganz im Überblick. Natürlich, wenn man solche großen Megatrends im Blick hat, dann sind Zahlen, Daten auch eine wichtige Grundlage. Sie sehen hier eingeblendet auch die Entwicklung, auf die wir zusteuern. Und zwar innerhalb der nächsten 9 Jahre. Das ist nicht so ein langer Zeitpunkt und es betrifft genau die Altersgruppe Babyboomers 1955 aufwärts. Sie sehen hier im Grunde eine der wichtigsten Slides, über die wir heute auch gesprochen haben, nämlich wenn wir Pflegedienste ausbauen, dann braucht es auch Betreuungs- und Pflegepersonal und Sie sehen hier die Entwicklungen, wie sie hochgerechnet sind. Das wird uns auch in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren begleiten.
Und ich möchte an dieser Stelle auch im Namen der Landesregierung allen Pflegekräften, auch anlässlich eben dieses Internationalen Tags der Pflege, ein großes und herzliches und aufrichtiges Dankeschön aussprechen. Es waren schwierige Monate, es sind immer noch schwierige Wochen und Sie haben Großartiges geleistet in allen Bereichen und an dieser Stelle auch einfach ein herzliches und großes Dankeschön auch an Sie. Ich komme dann zum zweiten wichtigen Thema, das wir auch besprochen und auch genehmigt haben, das gut in dieses Angebot passt. Sie sehen, es ist ein neues Angebot, es steht im Rahmen auch der sogenannten sozialen Landwirtschaft, die Kollege Landesrat Schuler auch in der letzten Landesregierung auch schon vorgebracht hat. Und Sie sehen, zwei neue Angebote haben wir heute auch gut geheißen. Einmal das Begleitangebot für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung, das heißt gemeinsam wohnen, gemeinsam leben im Alltag. Das ist im Grunde ein Beschluss, der ja budgetmäßig vielleicht nicht so wichtig ist, aber ist ein wichtiges Pilotprojekt und bietet einfach den Rahmen für eine ganz neue Art auch von Dienstleistungen. Es sind Dienste einmal, die vor allem darauf abzielen, Menschen gut zu umsorgen, vor allem auch der sozialen Isolation und Vereinsamung, das wir ja auch gerade in den letzten Monaten stark erlebt haben, auch vorzubeugen. Es ist ein Dienst, der am Hof angeboten werden kann, aber auch im privaten Kontext, wenn ich einen Vergleich bringen darf. Es ist ähnlich aufgesetzt wie der Tagesmutterdienst, um einen Vergleich zu bemühen. Zugänglich ist dieser Dienst aber für Menschen, für Seniorinnen und Senioren in der Altersgruppe über 65, aber auch Menschen mit Beeinträchtigung, mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Suchterkrankungen. Und im Wesentlichen geht es darum, wie gesagt, Ihnen ein sehr niederschwelliges, aber hochqualitatives Angebot auch zu ermöglichen und insofern ganz wichtig. Ein weiterer Dienst, der auch starten wird, ist das gemeinsame Essen, also auch das Essen am Hof mit 6 Nutzerinnen und Nutzer, die dann auch vor allem peripheres Angebot und Pflege und Begleitung und in dem Fall auch Essen für Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum auch sicherstellt. Ich denke, Südtirol hat da eine wunderbare Tradition, nämlich dass wir nicht nur für die urbanen Räume denken, sondern dass auch die Lebensqualität und auch die Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum ein zentraler Punkt sind. Und diese zwei Dienstleistungen sind eine wichtige Ergänzung in diesem Bereich. Wichtige andere Beschlüsse, die wir heute getroffen haben, werden dann mit Pressemitteilungen heute und in den nächsten Tagen dann übermittelt. Und ich darf jetzt weitergeben an Kollegen Landesrat Widmann. Kollege Landesrat Widmann bringt wie immer die aktuellen Zahlen mit, aber auch drei wichtige Punkte im Bereich Sanität. Bitte schön. Dankeschön, Kollegin Deeg. Zu den heutigen Beschlüssen im Gesundheitsbereich: Genehmigung der Wettbewerbsausschreibung für die Zulassung zur Sonderausbildung in Allgemeinmedizin bezogen auf die Jahre 21 bis 24. Durch diesen Beschluss wird der Wettbewerb ermöglicht für 30 Ausbildungsplätze. Was ist neu? Und zuerst einmal einige Hintergrunddaten. Dankeschön. Wir haben 2018, 2021 24 Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung, 19, 22 11 Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung und 2020, 23 9 Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung, sind insgesamt 44 aktuell in Ausbildung. Wir haben 24 Allgemeinmediziner und ihnen, welche bis 23 in Pension gehen, laut unseren Berechnungen, und 40 allgemeine Mediziner und Mediziner fehlen aktuell. Das sind insgesamt 64. Deshalb braucht es nicht nur die Ausgebildeten, sondern es braucht auch jene, die dann hier im Land bleiben. Und deshalb ist in den letzten Landesregierungen beschlossen worden, dass wir einerseits das Stipendium erhöhen um 700 Euro, somit die Ausbildung attraktiver machen, auch für nicht ansässige Südtirolerinnen und Südtiroler. Und umgekehrt aber auch die Dienstverpflichtung, dass man nicht mehr 2 Jahre nach der Ausbildung im Territorium, also sprich in Südtirol, arbeiten muss, sondern das auf 3 Jahre erhöht wurde innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und damit die Wahrscheinlichkeit größer bleibt, dass diejenigen, die sich entscheiden für diese Ausbildung, dass sie dann auch im Lande bleiben. Das ist zum ersten Beschluss. Der zweite Beschluss bringt eine Mittel-
Setzung und Umsetzung für Wir testen gemeinsam gegen Corona und der grünen Bescheinigung Covid-19. Und diese Maßnahme ist zum Teil unsere Teststrategie, wodurch der Gesundheitsbetrieb die Tests ankaufen kann und eben der Bevölkerung bzw. Organisationen, all jene, wo es dann Projekte gibt, weitergeben kann, damit wir eben diese Aktion möglichst breit testen in Südtirol als Gegenmaßnahme, als schnelle Erkennung der Infektionsketten, der Infizierten, der Isolation dieser und somit der Unterbrechung der Infektionsketten schon am Ursprung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich mache da noch ein Beispiel in den Schulen, dass die Zahlen wirken etwas gering auf die vielen Tests, aber man muss sich immer denken, was wäre, wenn man auch nur 10 in den Schulen nicht erkennen würde, nicht testen würde, nicht isolieren würde, dann eben 3, 4, 5 Wochen eben diesen Nicht-Kontakt tracen könnte und somit die irgendwo dann angesteckte, infizierte, symptomatisch über die erste Hilfe hereinkäme. Das heißt, schon viele Hunderte wären infiziert und man würde der Pandemie und dem Virus hinten nachlaufen. Und somit das Testen und das ständige Monitoring sind unerlässlich, um die Lage eben irgendwo einzudämmen und zu beruhigen und beruhigt zu halten. Das schaffen wir nur gemeinsam, indem wir breit testen. Und da braucht es natürlich auch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich breit testen zu lassen. Seit der letzten Woche sind auch die Apotheken dazugekommen. Wir haben bis heute etwa 10.000 Tests in den Apotheken durchgeführt. Es haben relativ viele Apotheken mitgemacht. Und dafür danke ich, denn nur über auch die Hilfe von anderen Strukturen kann das Territorium und vor allem im Sinne der Bürger bürgerfreundlich abgedeckt werden. Was ist der Betrag des heutigen Beschlusses? 14,4 Millionen für den Ankauf der Tests. Die Zusammenarbeit mit den privaten Partnern 4,8 Millionen, die Logistik 120.000, das sind insgesamt 19.320.000 Euro, wobei das eine Ausschreibung ist, eine Marktsondierung und das heißt, dass nicht alle unbedingt angekauft werden, sondern sie werden nach Bedarf maximal bis zu diesem Betrag angekauft. Die aktuellen Zahlen zum Testen, wie schon gesagt, die Apotheken 10.000 bis jetzt. Gestern wurden über 40.000 Nasenflügeltests in den Schulen absolviert und meine Behauptung ist zwar nicht wissenschaftlich belegbar, dass das fleißige Testen in den Schulen wirklich der Hauptgrund ist und ein wichtiger Grund, dass wir dadurch sehr schnell Infektionen gerade bei den asymptomatischen herausfischen können und deshalb auch die Zahlen und die Situation doch weiterhin konstant beruhigt halten zu können und auch noch weiter beruhigt zu haben in den Krankenhäusern, vor allem auf den Druck der Intensivstationen und der Normalstationen, welcher doch mittlerweile sehr, sehr gering ist. Es werden immer einige Patienten, das ist immer einer zu viel oder eine zu viel sein, aber das ist im Rahmen der Pandemie logisch, aber es ist der Druck doch ganz, ganz klar sehr stark reduziert und der Trend geht weiter in diese Richtung. Insgesamt wurden in den Schulen 401.368 Tests in über 534 Schulen durchgeführt, positive 345, wie schon gesagt, das wirkt wenig, aber sogar bei 40.000 und nur 10 Positiven ist das eine Inzidenz, wenn man sie hochrechnet, von vielen Hunderten und das heißt, dass dort schon die Inzidenz wäre, wenn sie sich übertragt auf die Bevölkerung, dass wir dann schon wieder ganz anders eingestuft werden würden. Zum Impfen. Das Impfen schreitet relativ gut voran. Und hier, wenn ich jetzt eine Folie zeigen darf, 227.821 Gesamtdosen sind verimpft. Wir haben 162.143 Erstdosen, somit Teilimmunisierte, 65.678 Zweitdosen, wobei Sie unten in der zweiten Reihe sehen, dass der Hauptteil Pfizer ist, ein sehr geringer Teil Moderna. Erst jetzt in letzter Zeit ist mit mehr Moderna zu rechnen und mehr mit Moderna geimpft worden. Aber warum eben die Differenz, die große Differenz der Zweitdosen und der Erstdosen, ist AstraZeneca 48.668 und nur 862 zweitgeimpft, denn das hat erst gerade begonnen, gerade bei dem unterrichtenden Personal und hier natürlich diese sind gehortet worden, damit man sicher ist, dass AstraZeneca auch im Hause ist und dass somit die volle Immunisierung dieser Bürgerinnen und Bürger stattfinden kann. Wir versuchen, heute Nachmittag ist ein Treffen in der Kommission Salute, eine Sondersitzung, wo es um die Indikatoren geht, einerseits
die einfach überarbeitet gehören, denn die Situation über viele Geimpfte ist ganz anders, der Druck auf die Krankenhäuser ist anders, somit ist auch ein RT-Wert anders zu gewichten als am Anfang der Pandemie, wo noch niemand geimpft war, und man diskutiert über die Verkürzung der Protokolle, der Impfprotokolle, dass man zum Beispiel AstraZeneca nicht nach 3 Monaten impfen muss, sondern dass man es eventuell auch früher impfen kann, im Rahmen immer der wissenschaftlichen Studien. Weiters, wir testen, sind 171.068 Tests durchgeführt. Noch nicht alle Gemeinden sind perfekt aufgestellt, aber doch, es ist ein breites Netz in ganz Südtirol, wo wir eben dieses Testen auch durchgeführt haben. Und beim Impfen, wenn ich weitergehen darf, haben wir über 83,8% bei den über 80-Jährigen geimpft, dann 191 sind vorgemerkt und 1604 sind in den letzten 90 Tagen, 3 Monaten positiv Geheilte jetzt, und somit können sie momentan nicht geimpft werden. Alle diese zusammen sind 83,8% Immunisierte. Wenn man weitergeht, dann sieht man, dass die 70-Jährigen, also bis 80-Jährigen, 80% insgesamt geimpft oder eben Genesene sind. Und wenn man weitergeht, dann sieht man, dass auch die 60- bis 69-Jährigen mit 74,3% sehr, sehr stark schon an der Impfung teilgenommen haben. Und wenn man jetzt zu den 50- bis 59-Jährigen geht, haben wir 58,5%. Es hängt von der Statistik ab. Wenn man nur die Südtiroler Bürgerinnen und Bürger nimmt, dann sind wir weit höher. Wenn man alle gesamten im Lande Arbeitenden und auch sich Aufhaltenden nimmt, die teilweise aber auch im Ausland geimpft werden, dann sind wir bei 48,5. Es hat keine Gruppe gegeben, wo so dynamisch eben sich die Anmeldungen abgewickelt haben, in kürzester Zeit sehr viele. Wir hoffen natürlich, wenn wir jetzt am Donnerstag auftun, auch die 40- bis 50-Jährigen, dass eben auch dann, wo ungefähr 74.000 Bürgerinnen und Bürger in Südtirol sind, dass wir auch dort diesen Ansturm haben und somit schnell eben zur Durchimpfrate kommen. Ein Aufruf und ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Die Wissenschaft belegt es immer wieder, wenn möglichst viele geimpft werden, dann kann man der Herdenimmunität nahe kommen. Wenn viele sich nicht impfen lassen, ganz egal aus welchen Gründen, dann ist es schwierig, die Herdenimmunität zu erreichen. Und das wäre schade, denn die Herdenimmunität garantiert natürlich einen anderen Verlauf der Pandemie, als wenn wir eine noch nicht absolute Durchimpfungsrate erreichen können. Insgesamt erwartete Lieferungen. Die Lieferungen sind stärker geworden, auch verlässlicher geworden. 80.730.000 Pfizer-Dosen, Moderna 10.230, AstraZeneca 13.750, Johnson & Johnson 650, insgesamt 105.360. Das heißt, dass wir in etwa 60.000 weitere Personen erst impfen werden können. Das ist relativ viel. Und wenn wir gesehen haben, dass am Anfang knapp über 160.000 schon bereits erst geimpft sind, weitere 60.000, sind wir auf 220.000, 70.000 Genesene haben wir, dann sind wir fast bei 300.000 teilimmunisierten oder immunisierten Bürgerinnen und Bürgern Ende Mai. Und das ist eine beachtliche Zahl. Dann glaube ich, kann man wirklich schon langsam das Licht am Ende des Pandemietunnels sehen. Und deshalb bitte ich Sie einfach, auf der einen Seite sich testen zu lassen, bis Sie noch nicht voll geimpft sind, und unbedingt auf der anderen Seite, dass man sich impfen lässt. Und wir sind auch strukturell so aufgestellt, dass wir auch das Doppelte an Impfmengen in kürzester Zeit verimpfen können. Und wir verhandeln tagtäglich mit Rom, dass wir mehr Impfdosen bekommen und dass man auch die Protokolle noch flexibilisiert und dass man somit auch leichter impfen kann. Wunderbar. Dann danke ich. Ich denke, das sind wirklich wunderbare auch Zahlen und das Licht am Ende des Tunnels, also diese positive Nachricht brauchen wir alle. Ein Dank allen, die Mitverantwortung tragen, Mitverantwortung übernehmen, wie Kollege Landesrat Wiedmann sagt, sich testen lassen, aber auch natürlich impfen, aber auch natürlich sich immer an die Abstandsregeln halten und an die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Wir wechseln dann, glaube ich, jetzt in den italienischen Teil und kommen dann zu den Fragen. Ja, gut. Allora posso, gentili signori e signore, per me è un grande piacere darvi un cordialissimo benvenuto. Oggi il Presidente attualmente si trova a Verona in una contrattazione sempre interministeriale, quindi abbiamo oggi l'onore di poter presenziare a questa conferenza stampa il collega
Landesrat Widmann, Thomas Widmann e io. E abbiamo avuto una seduta intensa, abbiamo discusso tanti temi, ma siccome domani è la giornata in tema della cura e anche delle professioni, delle professioni della cura, abbiamo dedicato oggi un argomento principale a uno sviluppo che sarà anche uno che ci accompagna anche nel essere post-Covid, quindi lo sviluppo, cioè del cambiamento e implicito anche nel tutto il tema mutamento demografico. Quindi oggi abbiamo trattato il tema della mappatura, una mappa dei servizi e sviluppo dell'offerta, sempre in tema di servizi di cura e anche di strutture in cura. Questa mappa, questo percorso è un percorso che abbiamo intrapreso sempre in collaborazione con i servizi sociali delle comunità comprensoriali, con anche il comune di Bolzano, con le residenze per gli anziani e tutti i stakeholder che sempre a livello di comprensorio si occupano relativamente ai servizi per i nostri cari anziani e anche persone con handicap e persone anche colpite da malattie di diverso tipo. Quindi fornisce questa mappa una panoramica dei servizi e delle strutture esistenti. Faccio vedere un attimino anche una slide dove trova già tutto una panoramica molto vasta anche di servizi in essere, sempre su tutto il territorio della nostra provincia. E questa mappa mira a identificare i bisogni futuri e introduce la visione e la pianificazione sempre a livello sovracomunale. L'obiettivo è quello di introdurre un'offerta di cura e assistenza differenziata e nelle vicinanze delle abitazioni che riguarda tutte le forme di cura e tutte le forme di assistenza. Tutti i risultati di questo percorso poi confluiscono nel nuovo piano sociale provinciale, i cui lavori sono a un buon punto. Abbiamo fatto anche durante quest'anno più di 5 workshop con più di 300 esperti sempre nel tema dei diversi settori dell'ambito sociale. È una sfida importantissima e sulla quale poi discuteremo anche largamente sarà il futuro finanziamento anche di tutto questo percorso che abbiamo intrapreso. Quello che vediamo è che allargando la tipologia e anche la quantità dei servizi e delle strutture sul nostro territorio, il tema più anche sfidante sarà il tema del personale, sempre nel campo della cura e dell'assistenza. E questo possiamo dire che ci preoccupa ben, perché vediamo che anche la richiesta, e vedete adesso la slide, relativamente a cosa sarà necessario solo con l'evolversi di più posti nelle strutture per residenze di anziani, sono più di 1.050 persone oltre a quelli che nei prossimi anni possono andare e intraprendere il percorso del loro pensionamento. Quindi è una sfida grandissima e siamo in contatto anche sempre tra assessorati per prevenire anche e soprattutto anche oggi abbiamo parlato del trattamento economico finanziario anche in un comparto unico e la proposta porteremo nelle prossime giornate, settimane in giunta per garantire anche che il quadro delle persone che lavorano in questo settore si migliori anche sull'aspetto economico. Quindi faccio brevemente una seconda delibera che fa anche parte poi di questa mappatura di servizi, cioè due servizi che abbiamo elaborato assieme col collega Arnold Schuller, che la settimana scorsa ha portato in giunta e abbiamo approvato l'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale.
e quindi oggi due servizi possono partire. Un servizio, come vedete, è uno che intende proprio prevenire a un fenomeno che abbiamo vissuto in queste ultime settimane e mesi, il fenomeno soprattutto dell'isolamento sociale e quindi l'isolamento sociale specialmente per le persone oltre i 65 anni e persone con disabilità, malattia psichica e dipendenza patologica. Quindi è un servizio che può essere svolto sempre in collaborazione e in un ambito familiare e intralcia un po' anche il tema della prevenzione per posticipare un attimino anche l'entrata poi in un dei servizi di cura a livello stazionale. Quindi il secondo servizio che abbiamo introdotto e di cui abbiamo anche deliberato oggi la partenza è il servizio anche pasto nel vicinato, che si tratta di una forma aggiuntiva dei pasti a domicilio molto già richiesto e anche stimato dai nostri anziani su tutto il territorio. Il nuovo è che questo servizio è fornito all'interno del proprio MASO, come anche il servizio prima descritto, ma anche con la possibilità sempre di consegna a domicilio. Quindi ringrazio anche i colleghi per accompagnarci, anche stare a fianco dei nostri anziani, e un po' occupa tutti gli assessorati, e quindi passo adesso la parola anche al collega Widmann, sempre un tema importantissimo relativamente ai test e vaccinazioni sul territorio. Grazie. Grazie collega Deck. Le delibere odierne, approvazione del bando di gara per la missione alla formazione specifica in medicina generale relativa agli anni 21-24. Con la delibera abbiamo posto le basi per bandire i posti per il triennio 21-24. Si tratta di 30 posti. Grazie. Sarà possibile iscriversi a partire dalla prossima settimana e fino al 21-6 di quest'anno. La formazione triennale avrà inizio il 6 settembre 21 e questo per noi è molto importante, perché vi fornisco qualche dato che dal 18 al 21 c'erano 24 mediche e medici che sono in formazione, dal 19 al 22 ci sono 11 medici in formazione, dal 20 al 23 ci sono 9 medici e mediche in formazione, che sono in tutto 44 medici di base. E dall'altra parte, secondo il nostro calcolo, che può variare minimamente, comunque sono 24 che vanno in pensione entro il 23, più attualmente già mancano 40 medici di medicina generale, che in tutto sono 64. Con questo è molto importante che la gente che venga a formarsi stia anche sul nostro territorio a eseguire la loro professione. Per questo in una delle ultime delibere abbiamo aumentato lo stipendio di 700 euro mensili per rendere più attraente la formazione nel nostro territorio, ma soprattutto anche col cambio di dopo dover lavorare entro i prossimi 5 anni dopo la formazione, non solo più 2 ma 3 anni sul nostro territorio. Con l'obiettivo che ognuna che si decida a venire a fare la formazione nel nostro territorio sia conscio anche di rimanere almeno di 3 anni e con la probabilità maggiore di rimanere per sempre nel nostro territorio. E questo è importante per chiudere anche la mancanza sul territorio, perché il territorio deve essere rivalutato anche con queste misure. Sulla delibera seguente di 19,3 milioni destinati alla campagna Testiamoci Insieme contro Corona e del certificato verde Covid-19, abbiamo deliberato in fondo 14.400 milioni per l'acquisto dei test kit
e la collaborazione con partner privati 4.800.000 e la logistica 120.000 e i partner sono le farmacie che prendono, accedono veramente in numero molto alto. Per questo vorrei veramente ringraziare le farmacie per la collaborazione, perché rende possibile che anche il territorio, come già detto, sia rivalutato e non solo, è anche più pratico per tanti che magari cittadini e cittadine che non sono tanto mobili, anche di andare solo al paese dalla propria farmacia per fornirsi di questi test. Questo è molto importante in quel senso, perché abbiamo due strategie. Testare il più possibile, e se faccio solo l'esempio, abbiamo fatto ieri 40.000 test nelle scuole. Abbiamo trovato 11 scolari e scolare positivi. Può sembrare poco, ma se si fa il calcolo statistico avremo un'incidenza solo con questo esempio di qualche centinaia di casi, che è un'incidenza abbastanza alta. E se questo si trasferisse anche su tutta la cittadinanza, saremmo già di nuovo in altre categorie come giallo, eccetera, e si dovrebbe provvedere altre misure di chiusura. E questo non lo vogliamo. Dall'altra parte, con questi test rende anche possibile di testare grande parte della cittadinanza. Abbiamo fatto 400.000 un test fino adesso in 534 scuole partecipanti, di cui 145 positivi, e con tutto questo progetto testiamoci 171 test somministrati e 302 positivi. Nei nostri centri non tutti i comuni hanno già aderito a questo progetto, ma in fondo sono abbastanza preparati e abbastanza capillari. Questo da una parte, perché lo facciamo? Per individuare subito i positivi e non lasciarli, soprattutto nelle scuole, quasi sempre asintomatici, infettare altra gente, che questa dopo torni in pronto soccorso dopo qualche settimana con sintomi, e noi dovremmo rincorrere col contact tracing a cercare tutti coloro che sono stati infettati. Questo è un correre dietro e non cattare la catena di infezione al principio o più presto possibile. Questa è una strategia. Dall'altra parte, i vaccini. Noi vediamo che in tutto abbiamo già dosi totale somministrate 227.821, dosi complete, praticamente cittadini che hanno il ciclo compiuto, sono 162.143, seconde dosi 65.678, e si vede che Pfizer ha la parte più grande con 102.000 dosi, AstraZeneca 48.668, si vedono appena 862 dosi, seconde dosi. Perché? Perché c'è l'intervallo di 3 mesi e stiamo iniziando proprio adesso a fare la seconda dose agli insegnanti nel nostro territorio, e per questo abbiamo dovuto anche avere lo stock di AstraZeneca nei nostri ospedali per poter garantire il secondo vaccino a tutti coloro che hanno preso il primo fino adesso. Poi vediamo un attimino le categorie, perché io penso che su questo abbiamo raggiunto un livello abbastanza alto. Io faccio questo esempio, che abbiamo sempre calcolato sia i vaccinati con prima dose, che sono 26.460 over 80, 191 sono ancora in prenotazione, che sono sempre pochi e vengono subito vaccinati naturalmente nei prossimi giorni, e 1.604 che sono stati infettati e sono oramai guariti, ma entro gli ultimi 3 mesi, così non possono essere più vaccinati. Tutti questi immunizzati, in parte immunizzate, eccetera, sono 83,8%, che è una altissima percentuale. La seconda slide, vediamo i over 70 anni. Anche qua, con sempre stesso calcolo, abbiamo raggiunto 80%, che anche questo è una cifra notevole. Naturalmente si deve pensare che questi 1.895 che sono stati risultati positivi negli ultimi 3 mesi saranno dopo nella seconda lista prenotati nel futuro, o almeno qualcheduno di loro, e saranno poi comunque vaccinati. Nella prossima fascia di 60-69 abbiamo 74,3%, anche questa è una percentuale molto alta, ed io devo dire che nella prossima fascia dei 50 anni abbiamo visto
che la dinamica di accedere ai vaccini è stata enorme. In pochissime ore si sono presentati 7.000, poi 10.000, poi 15.000 e se si pensa che sono passati appena qualche, neanche due settimane, abbiamo già vaccinato 29.323, 15.528 prenotazioni e in questa fascia abbiamo più persone infettate negli ultimi tre mesi e guarite con 4.750, di cui 58% in totale immunizzati o semi immunizzati, che anche questo un'aderenza abbastanza alta, anche se qua il calcolo non è proprio esatto, perché la base in questo caso sono i 84.000, di cui 20.000 non sono cittadini altoatesini e per questo il calcolo, il tasso è abbastanza basso, calcolato sulla nostra cittadinanza è molto più alto. Prossimo, da questa settimana noi giovedì iniziamo a vaccinare over 40, sono 74.000 e noi speriamo e chiediamo veramente alla cittadinanza che aderiscono anche con la stessa dinamica come over 50, perché è molto importante, perché vediamo anche tramite le mutazioni come la inglese ma anche la sudafricana eccetera, se vediamo chi fa ancora la pressione sugli ospedali ha cambiato completamente, sono soprattutto da 35 anni a 50, 60 anni e se anche questi saranno vaccinati, la causa maggiore, la pressione sugli ospedali, soprattutto sulle aree mediche ma anche sull'intensiva, se non ci sono più, non c'è più bisogno di fare lockdown, perché il lockdown è stato fatto per non avere il crollo del sistema sanitario, che sarebbe ancora un guasto molto molto più ampio di solo corona. Per questo è molto importante e qua vediamo che fino al 31 maggio vengono fornite 80.730 dosi Pfizer, 10.230 dosi Moderna, AstraZeneca 13.750, Johnson & Johnson 650, e in tutto 105.360 dosi. Hanno aumentato le forniture, sono anche abbastanza affidabile, per quello noi contiamo che minimo altre 60.000 persone avranno il primo vaccino, che in tutto sono dopo 220.000, 70.000 sono già guariti, l'avevano e sono guariti, in tutto siamo allora a fine maggio quasi a 300.000 persone, cittadini nel nostro territorio, semi o in tutto vaccinati e immunizzati. E questo penso è un dato molto alto. Comunque è importante, oggi pomeriggio abbiamo un incontro, non era previsto, perché oggi mi è pervenuto l'invito appena ieri della Commissione Salute, dove si discuterà proprio sui indicatori, perché indicatori devono essere valutati diversamente, perché un RT, se non c'è più pressione sugli ospedali, è da valutare diversamente che se ci fosse la pressione sugli ospedali, questo anche l'incidenza, ma anche tanti altri indicatori, e non solo, sarà discusso anche sulle forniture di AstraZeneca, Johnson & Johnson, ma anche sui protocolli di questi vaccini, perché io penso che è importante di non lasciarli nelle cantine dei ospedali, ma di usarle a tutti coloro che hanno voglia di essere vaccinati. E questo come in altre realtà, Germania, Inghilterra, eccetera. Io penso che anche l'Italia vada in questa direzione, che anche questo sarebbe aiuto per vaccinare più gente possibile. Ultimo messaggio, da una parte aiutateci a testare più persone possibile quotidianamente, da una parte per individuare le infezioni eccetera e poterle cattare anche le catene di infezione, dall'altra parte accedete al vaccino, perché solo col vaccino e se abbiamo vaccinati più persone possibile nel nostro territorio può finire o almeno calmarsi questa pandemia, e questo penso che sia l'obiettivo di tutti noi. Grazie. Penso che questi sono veramente i dati anche molto positivi, grazie al collega Widmann sempre anche per l'esposizione molto professionale e anche esplicativa, quindi chiudiamo ringraziando a tutti coloro che ci aiutano ancora sempre in questa fase critica di ancora pandemia, si prendono responsabilità, partecipano ai test, partecipano ai vaccini, quindi grazie a voi e stiamo ancora
tanto cauti, così che anche l'estate poi, con anche, poi spero anche con il tempo più bello, sarà un'estate anche più vicina alla normalità, cioè questo è forse il desiderio più grande che tutti noi abbiamo, quindi ringrazio tutti e adesso siamo pronti per le domande. Grazie Vicepresidente Waltraud-Deeg e l'assessore alla salute Thomas Wiedmann. Vedo già delle domande, ich sehe schon Fragen, drei gehobene Hände. Wie immer nehmen wir zuerst die mündlichen Wortmeldungen und dann, sofern es nicht möglich ist, auch die geschriebenen im Chat. Ich sehe die Hand gehoben, Barbara Varesco, Dolomiten, bitte. Ich hätte eine Frage an den Landesrat Wiedmann. Was ist mit den Tests in den Betrieben? Was gibt es da für Kriterien, dass zur Abgabe dieser Tests, die Sie ja jetzt einkaufen wollen, an Private, an Bürger, an Vereine, also kriegt jeder oder was ist da das Kriterium? Und es war ja auch die Rede eben von diesen freiwilligen Tests in den Betrieben, wo die Betriebe dann solche Testnotare ausbilden können. Starten die jetzt? Gibt es da ein Abkommen mit dem Sanitätsbetrieb? Das war die Frage an den Herrn Wiedmann. Und ich hätte dann auch eine Frage an die Frau Deeg. Diese Slides, die Sie da eingeblendet haben mit dieser Alters, keine Ahnung, also das Personal, wie sich das verändert oder die Leute, ich weiß nicht, sie waren zu kurz eingeblendet. Könnten Sie die bitte auch etwas genauer erklären? Was braucht es in den nächsten 9 Jahren? Sie haben nur gesagt, die Entwicklung ist heftig für die nächsten 9 Jahre, aber zahlenmäßig haben Sie dazu nichts gesagt. Bitte, danke. Dann schlage ich vor, wir machen zuerst die Antwort von Landesrat Wiedmann, danach die Antwort von Landesrätin Waltraud-Deeg, wo wir dann auch diese Folie noch einmal einblenden. Sehr gut. Ja, danke für die Frage. Und zwar, es ist so, dass in der zweiten Welle oder in der Ende der ersten Welle die Betriebe sehr gut mitgearbeitet haben mit den klassischen Antigentests, vor allem große Betriebe, und uns das in der damaligen Zeit auch sehr geholfen hat. Jetzt haben wir die sogenannten Nasenbohrtests, die ja nur unter Aufsicht des Sanitätspersonals durchgeführt werden müssen. Und hier ist jetzt ein Projekt mit dem HGV entstehen, das der HGV mit seinen Mitgliedern gerade sondiert. Und wir sind mit diesem Beschluss ja im Prinzip in die Lage gesetzt worden, sei es die Bevölkerung, sei es Projekte zu unterstützen, aber auch Verbände, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu unterstützen, damit man diese Tests möglichst breit unter die Bürgerinnen und Bürger bekommt. Es sind auch die grundsätzlichen Bereitschaften auch der anderen Verbände gegeben. Momentan sind noch keine Projekte angelaufen und es wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn hier auch die anderen Verbände sehr, sehr schnell agieren, denn umso weiter wir testen, umso besser kann man die Situation ruhig halten und umso leichter kommt man eben auch mit dem Impfen voran, ohne eben die Zahlen wieder nach oben schnell zu haben. Aber vor allem, wenn jetzt allgemein in ganz Europa geöffnet wird, dann ist einfach das breite Testen die Garantie, dass man auch geöffnet halten kann. Und wenn nicht viele mitmachen, dann ist das Risiko einfach größer, dass man dann unter Umständen wieder schlechtere Situation, schlechtere Zahlen bekommt und andere uns wieder einstufen und praktisch auflegen, dass man zutun muss oder zumindest Teilschließung und vieles mehr. Das, glaube ich, ist ein gemeinsames Projekt und hier wirklich auch der Aufruf an alle, die hier mitmachen können, dass sie auch helfen, dass man möglichst breit testet. Danke sehr. Dann blenden wir die Folie ein. Es müsste diese sein, ist genau. Das korrekt? Ja, das ist richtig. Sehr gern. Ich wollte Sie jetzt nicht mit Zahlen da jetzt das sehr lang ausführen, aber wir werden natürlich dann alle Zahlen auch noch einmal präsentieren. Das, was hier Bezug nimmt, ich darf vielleicht zwei dann doch nennen. Und zwar im Jahr 2020, also im vergangenen Jahr, hatten wir im Südtirol 55.079 Personen über 75 Jahre. Warum ist das relevant? Weil natürlich, wir wissen alle, der Pflegebedarf natürlich mit zunehmendem Alter steigt. Am meisten steigt er eigentlich dann ab dem Jahr 85 aufwärts. Dort haben wir auch derzeit die Menschen mit die meisten Menschen mit einer Pflegestufe. Sie wissen, wir geben oder haben ausgegeben im Jahr 2020 265 Millionen Euro für Pflegegeld. Da finanzieren wir auch die Tagsätze in den Seniorenwohnheimen damit.
Und im Grunde sind das aber, muss man ehrlich sagen, nur 2,8% der Bevölkerung, was relativ wenig ist. Wir haben 4.369 Seniorenwohnheimplätze heute in Südtirol. Das ist italienweit absoluter Spitzenrang. Wir haben mit Trient italienweit die meisten stationären Angebote. Und dann haben wir heute auch diskutiert, was ein weiterer Ausbau in dem Bereich immer auf zwei Schienen kosten würde, im Investitionsteil, aber auch im laufenden Teil. Aber die Investition ist noch nicht einmal das Thema, sondern das Hauptthema sehen Sie hier eingeblendet, nämlich jeder Dienst, der erweitert wird, jeder stationäre Platz, der ausgebaut wird, der braucht natürlich vor allem dann auch qualifiziertes Pflegepersonal. Und Sie sehen hier zwei Hochrechnungen. Die eine Hochrechnung, die in orange strichliert sind, ist die Hochrechnung laut jetziger Entwicklung. Wir liegen etwas unter dem Landesparameter bei der Entwicklung beim Ausbau der Seniorenwohnheimplätze, die auch bezirksmäßig sehr unterschiedlich derzeit erfolgt sind. Und der höhere Teil, der in grau strichliert ist, das wäre die Entwicklung laut derzeitigen Beschlussparameter 8,9 Plätze auf 100 Senioren über 75. Und Sie sehen, je nachdem bräuchte es, also wenn wir die untere Schiene fahren, brauchen wir allein in den nächsten 9 Jahren plus 537, also ein Plus von 13,36% und 537 Menschen in den Pflegeberufen nur im Bereich der Seniorenwohnheime. Da kommen ja noch die Mitarbeiterinnen in der Sanität, aber auch natürlich alle anderen Dienste dazu. Und wenn wir die Schiene fahren, die wir derzeit in den Beschlüssen schon drinnen haben, dann wären es 1069 Personen, Vollzeitäquivalente, die wir hier auszubilden hätten. Hinzu kommen natürlich, und das sind nicht drinnen, jene, die in den nächsten Jahren in Pension gehen. Das sind an die 35, 40% der Menschen in diesem Bereich. Und Sie können sich vorstellen, wie die Entwicklung ist. Deshalb brauchen wir zwei zentrale Punkte. Einmal die Ausbau der Ausbildung, ganz zentral, und das zweite natürlich auch die Rahmenbedingungen der Menschen, die im Bereich Pflege arbeiten, auch so aufstellen, dass es einfach auch diese Arbeit eine nach wie vor sehr anerkannte, aber vor allem auch dann auch finanziell gut ausgestattete ist. Danke sehr. Wir kommen zu den nächsten Fragen. Arriviamo alle prossime domande. Vedo Marco Angelucci, Corriere dell'Alto Adige. Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Una domanda a ciascuno. Allora, per quanto riguarda la slide che ha appena fatto vedere l'assessora Deghe, noi quale strada delle due faremo? Quella arancione o quella grigia? E poi volevo capire se c'era anche una stima di quello che potrebbe significare in termini di maggiori costi per il welfare. E, all'assessore Widmann, la gara per i test, si tratta di test nuovi o sono diciamo quelli che stiamo utilizzando adesso per quanto ne abbiamo? Ancora. E poi insomma ha parlato di 300.000 immunizzati che come obiettivo di fine maggio, a quel punto possiamo toglierci la mascherina anche all'aperto? O è presto per parlarne? Grazie per le domande. Grazie. Facciamo prima. Sì, cioè questo adesso sarà proprio la decisione come andare avanti, sarà la discussione che facciamo adesso ritornando ai tavoli con i quali abbiamo lavorato questa mappa. Realisticamente anche in giunta oggi abbiamo detto che siccome il tema e la sfida del personale, dei collaboratori e collaboratrici sarà la sfida da vincere, penso realisticamente che sarà il percorso arancione che poi porterà a un aumento di strutture molto differenziate nei diversi comprensori. Lei sa che per esempio a Bolzano mancano più di 700.000 posti per il 2030, quindi questa è proprio per Bolzano ma anche per tutto il territorio intorno una sfida. Per i costi, l'abbiamo fatto anche la stima dei costi per ogni servizio,
per dare una cifra, cioè il totale di investimenti che poi in questi 9 anni, perché abbiamo fatto adesso il calcolo per 9 anni, è di oltre 200 milioni di spese per investimento, e poi naturalmente anche le spese correnti che saliranno anche sempre nel calcolo già fatto quando è stato introdotto l'assegno di cura, ma sarà anche di oltre 253 milioni di euro, che poi, come detto, sul finanziamento poi ci dovremo confrontare sia in giunta che anche soprattutto con i comuni e con tutti quelli che operano nel settore, ma e anche con le famiglie che avranno bisogno di questi servizi. Grazie, prego, Assessore Wiedmann. Grazie della domanda al giornalista Angelucci. Non si tratta dell'ultima gara. L'ultima gara è stata fatta tempo fa e erano state aggiudicate 2.499.975 test kit con 8.372.000, di cui sono stati già utilizzati 671.464 test. Per questo rimangono ancora nei nostri magazzini 1.828.511, e hanno vinto Picdare 840.000 test con un prezzo di 2,18. Relap 600.000 test con 3,69 euro, Abbott 360.000 test con 4 euro, Roche Diagnostic con SPA con 360.000 test con 4 euro, Siemens Healthcare 168.000 test con 4,10 euro, e Unifarm SPA 72.000 test con 4,29 euro. Questi sono già stati acquistati dalle Pictare, devono essere forniti in questi giorni ancora 740.000 test. Con questi test abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto finora nelle scuole, nei centri di test sulla provincia, adesso anche nelle farmacie, eccetera. Con questa nuova delibera di oggi c'è una nuova gara, ma non è una gara comune, un sondaggio di mercato, che vorrebbe dire che noi possiamo acquistare fino a, ma non dobbiamo acquistare. Per quello, se vediamo che la gente si lascia testare, acquisteremo, ma se i cittadini non aderiscono a questa possibilità, allora acquistiamo solo quello che è necessario. I prezzi non li sappiamo ancora perché devono essere finiti. Quello, l'obiettivo però è che riusciamo anche a ottenere dei test non più autosomministrativi con personale sanitario, ma sappiamo che ci sono anche sul mercato, come antisalivari eccetera, che non devono essere autosomministrati, possono essere fatti dai cittadini singoli, sempre naturalmente nei centri test, con gente valida che dopo li mette nel sistema. Ma questo è più una cosa non medica, non clinica, ma più di amministrazione, eccetera. E questo sarebbe l'obiettivo, dopo si dovrà vedere se questo riesce. Grazie per la risposta. Vedo ancora la mano alzata da parte di Marco Angelucci. Ti prego di abbassarla se tutto è chiaro. Intanto do la parola a Vittorio Savio, che ha alzato la mano, Radio Capital. Buongiorno. Una domanda all'assessore Wiedmann. Dal 15 di maggio... quindi verrà tolta la quarantena per gli stranieri, i turisti stranieri che dai paesi della UE, dalla Gran Bretagna, dell'Israele potranno venire in Alto Adige. Naturalmente chi è vaccinato col certificato, chi ha avvenuta malattia anche col certificato, ma per quanto riguarda quelli che invece arriveranno col test, cioè il test vale 72 ore, dopodiché ogni cliente, se rimane più di 72 ore sul territorio altoatesino, dovrà fare un ulteriore test. Adesso io vedo che ci sono molti alberghi che hanno preannunciato che loro forniscono questo test, ma questo test ha valore per quanto riguarda i controlli a livello provinciale o è solo una cosa che riguarda gli alberghi? Come verranno fatti poi i controlli per verificare che queste persone che soggiornano continuano ad effettuare i test nei giorni successivi? Grazie.
se posso approfittare, aggiungo una domanda in tedesco da parte di Tobias Schwempacher, perché va quasi nella stessa direzione di Südtirol Journal. Er fragt, bald kommen die Touristen wieder ins Land, auch sie werden einen Test brauchen, wenn sie zum Beispiel ins Restaurant möchten und noch nicht geimpft sind. Wie wird das geregelt? Seine konkrete Frage ist, muss das Testangebot noch ausgebaut werden und wie das geregelt ist? Vielleicht können wir die beiden Fragen in beiden Sprachen beantworten. Gerne, danke für die beiden Fragen. Io penso che sia una domanda molto importante perché si pone tra poco e ci saranno in tanti a porsi questa domanda del signor Savio. Il 15 maggio noi speriamo naturalmente nel Green Pass internazionale, quello europeo, quello nazionale, e sappiamo e vediamo che tante nazioni si stanno già muovendo, per esempio l'Austria, l'Italia e varie altre regioni. Se noi otteniamo questo, sono quelle le regole che saranno le regole che decidono come muoversi da nazione a nazione, come muoversi dall'Inghilterra nella CE, eccetera, e viceversa. Queste sono le regole internazionali. Noi dobbiamo dividere e distinguere le nostre regole al momento, perché siamo partiti un pochettino prima, ma non per avere un Green Pass contro quello nazionale, anzi l'unica differenza sulla quale stanno discutendo a livello nazionale è che vogliono che praticamente il test valga solo 48 ore. E questo è un po' l'orientamento internazionale. Noi dovremmo sicuramente poi adeguarsi a quelle regole e cambieremo a 48 ore. Al momento non è il nostro obiettivo di muoverci da qua in Inghilterra, eccetera. Il nostro obiettivo con questo test è di testare il massimo possibile della cittadinanza finché non abbiamo vaccinati quasi tutti. E questo è il nostro obiettivo, per catare subito possibile o più presto possibile le infezioni, soprattutto nelle scuole, ma tutti coloro, soprattutto tra i giovani, che normalmente sono asintomatici e sono molto difficili da individuare. Questo è uno. Per quello, se il Green Pass non ci fosse, è logico, comunque ci saranno delle regole nazionali, come per esempio un austriaco, un sloveno, un tedesco possa accedere al nostro territorio nazionale. Dopo, all'interno, se non ci fosse ancora il Green Pass, sono di nuovo le nostre regole che diciamo noi come possono accedere al ristorante, al bar, al teatro, eccetera. Ma queste sono due cose diverse che si devono distinguere. Vediamo se a livello nazionale e internazionale ci saranno delle nuove regole, noi discuteremo e decideremo allora quando sarà necessario. Prego, anche in tedesco la domanda se... Gerne, und zwar, es gibt hier einen großen Unterschied, und zwar den Green Pass, den wir uns alle hoffen auf europäischem Niveau oder auf Weltniveau, das wird scheint noch etwas dauern, dort geht die Orientierung abgeschlossener Impfzyklus, das zweite, dass man genesen ist und eben also nachweislich Corona gehabt hat und genesen ist, immer innerhalb einer Zeit, momentan diskutiert man auf 6 Monate, das nächste ist, dass man einen Test hat, PCR, Antigen oder andere zugelassene, muss natürlich europäisch geregelt sein, das sind große Unterschiede in den Nationen, dass man dann 48 Stunden ist, momentan die Orientierung eben safe ist und auch Zugang hat, sich zwischen Staaten bewegen kann und eben auch zwischen Regionen und vieles mehr. Das andere ist unser Grün Pass in dem Sinn, wenn man es so nennen will, und zwar in dem Sinn, dass wir mit diesem das Ziel haben, dass möglichst breit getestet wird, auch mit kleinen, ich sage mal, Entgegenkommen, zum Beispiel das Restaurant innen und vieles mehr, diese werden wahrscheinlich jetzt bald auch auf nationaler Ebene aufgehen. Wir wollen das so weit möglich beibehalten, dass möglichst viele sich testen lassen, damit man vor allem junge, asymptomatische Schülerinnen und Schüler rechtzeitig, frühzeitig heraus isolieren kann, damit sich die Pandemie nicht schnell verbreitet und wir wieder die Zahlen nach oben schnellen haben. Das andere ist, wenn jetzt der grüne Pass kommen sollte und wenn jetzt Italien wieder die Reisefreiheit definiert, dann wird, und das wird sicher auch heute Nachmittag in der Commissione Salute also diskutiert werden und danach auch diese Woche in der Stato Regioni mit Figliuolo diskutiert werden, dann weiß man, was sind die Bedingungen, dass ein deutscher Gast, ein deutscher, auch der arbeitet, ein Österreicher, ein Slowene braucht, damit er nach Italien kommen kann. Wahrscheinlich testen, abgeschlossenen Impfstoff, Impfzyklus und so weiter. Und wenn wir den grünen Pass noch nicht haben sollten, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, unsere Regeln auf unserem Territorium beizubehalten. Und das ist der Unterschied.
Unterschied, dass entweder saugt der grüne Pass alles auf oder wenn er noch nicht da ist, dann werden wir unsere Regeln vielleicht angepasst, adaptiert im Beibehalten. Bitte noch kurz die Zusatzfrage. Also glauben Sie, dass aufgrund der Feriengäste, die jetzt vermehrt kommen, auch das Testangebot ausgebaut werden muss? Im Prinzip nicht, denn wenn Sie sich jetzt schon bewegen nach Deutschland oder sonst wo, dann müssen Sie einen Test hier machen, damit Sie überhaupt einreisen können. Wenn Sie jetzt von Venedig nach Frankfurt fliegen, dann müssen Sie schon mit einem Test eingecheckt werden. Und somit ist das ganz sicher, dass der deutsche Gast, wenn er kommt, eben schauen muss, dass er schon mit einem Test hierher kommt. Das gilt für Frankreich, das gilt für Spanien und vieles mehr. Und dann, falls einer noch nicht den Test haben sollte oder eben dann nach unseren Regeln hier ist, dann muss er natürlich, je nachdem wie es dann sein wird, nach alle 72 Stunden den Test nachholen. Und da gibt es dann genügend Strukturen, dass das auch der Fall sein kann. Danke sehr. Ich sehe noch eine gehobene Hand, noch einmal von Barbara Varesco. Bitte an Sie das Wort und danach würde ich dann die Pressekonferenz abschließen. Ja, also zwei Fragen an den Herrn Wiedmann. Einmal hat der Kollege Angelucci die Frage gestellt, ob man dann im Mai daran denken kann, die Maske im Freien nicht mehr zu tragen. Diese Antwort ist noch nicht erfolgt. Und die zweite Frage war, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie jetzt zu diesem grünen Pass am Ende erklärt haben. Denn Sie sagten, wenn der Test auf internationaler Ebene 48 Stunden gültig ist, also dass man 48 Stunden safe ist, dann werden wir unseren Pass anpassen. So war es in Italienisch. Jetzt in Deutsch sagt es, wir werden ihn beibehalten. Also wird es in Bälde so sein, dass unser Südtiroler Corona-Pass nicht mehr 72 oder gar 85 oder nennen wir es 4 Tage gilt, sondern nur mehr 2? Dann versuche ich es nochmal. Es waren 2 unterschiedliche Ebenen. Ich fange ganz hinten an. Wenn der internationale grüne Pass kommt und für ganz Europa zum Beispiel gilt oder für ganz Italien gilt, dann ist momentan die Orientierung 48 Stunden. Wenn ganz Europa das entschließt, dann werden wir uns anpassen müssen. Wenn Italien das beschließt, dann werden wir uns anpassen müssen. Falls der grüne Pass nicht kommt, und das war die erste Ausführung, dann werden wir unsere 72 Stunden momentan beibehalten. Und das sind die Unterschiede, aber man weiß noch nicht, wann und wie der grüne Pass auf welcher Ebene kommt. Zu den Masken. Es gibt diese Woche eine Expertenkommissionssitzung, wo wir verschiedene Bereiche diskutieren werden. Wir werden einmal diskutieren den gesamten Bereich Ängste, Öffnungen. Ganz Europa bereitet sich auf die Öffnung vor. Wie gehen die verschiedenen Staaten diese Öffnung an? Mit welchen Vorsichtsmaßnahmen, mit welchen Öffnungen und vieles mehr? Das Zweite wird man auch diskutieren müssen. Es kommt der Sommer, es kommen Veranstaltungen. Wie geht man mit großen Veranstaltungen um? In diesem Bereich auch, wie geht man in diesem Rahmen mit Masken um? Im Freien, im Inneren. Auch das wird diskutiert werden. Und wir werden auch sicher noch das breite Thema Post-Covid, das ein allgemeines internationales Thema ist. Wie stellen sich andere Staaten auf und wie können wir von denen lernen? Was können wir machen und weitergeben, also dass man sich auch dort eine Orientierung holt? Danke sehr. Spero che la risposta sia vada bene anche in tedesco per Marco Angelucci. Allora possiamo chiudere se è ok. Entschuldigung. Aber wieso sagen Sie, Herr Wiedmann, dass man nicht weiß, was auf italienischer Ebene kommt? Der grüne Pass in Italien greift mit nächster Woche für die Bewegung zwischen den Regionen mit 48 Stunden, oder nicht? Das stimmt. Und somit wird bei den Bewegungen zwischen den Regionen das gültig sein. Aber unser grüner Pass ist ja dazu da, zum Beispiel in die Restaurants hineingehen zu können. Da wissen wir noch nicht, ob das in ganz Italien geöffnet wird oder ob es nicht geöffnet wird. Und das heißt, dann würden wir hier diesen Teil mit 72 Stunden behalten und für die Grenzüberschreitende, da gilt dann 48 Stunden. Und das hängt genau davon ab, wie und auf welcher Ebene was kommt. Das weiß noch niemand. Wir wissen, dass dieser Teil angeblich kommt. Er ist noch nicht. Und wir wissen nicht, ob die Restaurants öffnen. Wir wissen nicht, wie weit andere Bereiche öffnen. Es diskutiert ganz Europa über Öffnungen, überall leicht kontroversiell. Und sobald wir diese haben, wir sind im Hintergrund immer mit Rom in Kontakt, wir sind heute Nachmittag in dieser Kommission Salute
in direkten Austausch mit den verschiedenen Regionen und dann können wir besser abschätzen, was kommt effektiv. Wir wünschen uns alle einen einheitlichen grünen Pass mit einheitlichen Regeln für alle Bereiche der Öffnung. Und das ist so, dass da die, ich sag mal, die zentralen Stellen und Mühlen etwas langsam mahlen. Danke sehr. Damit schließen wir die Pressekonferenz. Chiudiamo la conferenza stampa. Dico grazie a tutti, qua i partecipanti, Vicepresidente Walter Hotek, Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann, Ihnen zu Hause und den Redakteurinnen und Redakteuren in den Redaktionen. Einen guten Tag, gute Arbeit und bleiben Sie gesund.